Bis dahin bin ich wahrscheinlich vom Fleisch gefallen. Du gibst zuerst die Zwiebeln rein und dann das Öl. Du bist lieb. Danke. Du bist lieb. Danke. Hallo, herzlich willkommen zu Folge 52 von Mr. und Mrs. Clear. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr es erkennt, was heute passieren wird. Ich werde kochen. Ne? Warum eigentlich? Ich habe das schon lange gemacht und heute ist der Tag der Küche. Was kochst du eigentlich? Ich werde einen Erdäpfelgulasch machen. Ja. Wir haben uns nämlich ausgemacht, weniger... Würstel? Nein. Ach so, ja, weil weniger Fleisch. Genau, wir haben uns nämlich ausgemacht, dass wir weniger Fleisch essen. Ich habe Hunger, Erdäpfelgulasch dauert urlang. Nein, das machen wir nur schnell. Wir müssen jetzt loslegen. Okay. So, so soll es dann ausschauen. Okay. Kartoffeln habe ich schon mal vorbereitet. Ich wollte das schon immer mal sagen. Habe ich das vorbereitet? Die Kartoffeln hast du schon mal vorbereitet. Here we go. Also, als erstes, was machen wir? Zwiebeln klein schneiden. Zwiebeln? Was? Das ist so ein Zwiebelhackgerät. Die Zwiebeln, die machen mich fertig. Frage, wie ja. Viel Zwiebel, oh mein Gott, wie viel ist das? Die Frage ist, wie viel gehört da rein? Ja, ungefähr so viel. Was ist der nächste Schritt? Na, jetzt weißt du was an. Nur fürs Protokoll, du gibst zuerst die Zwiebeln rein und dann das Öl. Ja, das ist ein Trick. Von? Den habe ich gelernt von einem französischen Koch. Welcher? Jacques der Koch. Und der hat mir gesagt, man sollte auf der einen Seite die Zwiebeln reingeben. Nein, stop talking. Ich hoffe, keine Foodblogger und keine Köche schauen mit. Ich hoffe auch nicht. Weil. Außer Jacques der Koch, liebe Grüße nach Paris, gell? Was passiert jetzt, Markus? Wenn die Zwiebeln goldbraun angebraten sind, das kann was das jemals passieren könnte. Das stimmt allerdings. Kommt der Kümmel hinein, den ich schon einmal. Selbst mit der Hand mal? Sicher. Vorbildlich. Ja. Dann kommt ein bisschen Majoran rein. Majoran. Ja, ja, sag ich. Wie die Mayonnaise, kommt ja von dort. Geil. Du bist lieb. Danke. Das Endprodukt zählt. So ist es. So, Markus, was passiert hier gerade? Ich habe noch einmal mit dem Koch Jacques Rücksprache gehalten, der meinte, ich sollte das Ganze in einen Topf hauen. Na geh, wer hätte das gedacht? Ich muss das ja dann zusammenmischen. Dass man ein Gulasch nicht in der Pfanne macht. Naja. Ist da Öl im Topf? Und der nächste Schritt, Knoblauch, Kümmel und Majoran dazugeben. Hast du den Knoblauch vorbereitet? Nein. Läuft. Gut, dann kümmere ich mich jetzt auch um den Knoblauch. Ich finde, ich war die Queen of Knoblauch. Findest du nicht auch, Markus? Du bist die Queen of Knoblauch. Was kommt jetzt? Kümmel haben wir gerade reingegeben. Hast du Kümmel reingegeben, ohne dass wir es gefilmt haben? Doch, wir haben auch Majoran. Von der Mayonnaise reingeben, gell? 2 Teelöffel Paprikamarsch gebe ich da jetzt rein. Was ist es? Paprikamarsch. Und nicht Paradeiser? Ja, ja, schon. So, 2 Teelöffel Paradeisermark habe ich da jetzt reingegeben. So, wenn das jetzt drin ist, kommen als nächstes Kartoffeln rein. Ich glaube und nicht. Und dann kommt das Wasser drauf. Hier steht, Paradeismark und Paprikapulver beifügen, sofort mit etwas Wasser untergießen, mit Essig und Salz würzen. Wie viel Paprikapulver geben wir denn rein, Schatz? 2 Teelöffel edelsüßes Paprika. Dann geben wir 3 rein. 1, 2, 3. So, Wasser aufgießen. Wie viel Wasser gibst du rein? Weiß nicht. Was steht da? Stopp. Stopp? Oh mein Gott. So, Wasser ist drin. Du, Essig? Kommt sofort. So, wie viel geben wir davon rein? Da steht ein Spritzer. Okay, gut, passt. Zum Schluss
Das macht man aber immer zum Schluss. Gibt man noch ein bisschen Salz rein. Wir sind schon beim Schluss. Was heißt je nach Bedarf? Es steht ein Esslöffel. Ups. Okay. Ich glaube, jetzt ist ein Esslöffel. Ich glaube, hör auf! Gott! Und jetzt lassen wir das aufköcheln, gell? Keine Sorge, das wird neutralisiert. Von? Den Kartoffeln. Oh. Wir haben das jetzt 10 Minuten köcheln lassen. Jetzt kommen die wunderbar geschnittenen Kartoffeln ran. Und dann kommt das Wasser drüber. Jetzt warten wir 40 Minuten und lassen es köcheln. 40 Minuten? 40 Minuten. Bis dahin bin ich wahrscheinlich vom Fleisch gefallen und ich habe viel Fleisch auf den Hüften. Aber okay, ich warte. Bis später. Bitte gehen Sie jetzt aus der Küche, das ist mein Bereich. Gehen Sie. Hunger! Mischt sich da einfach ein in Sachen, die Sie nichts angehen. Okay, Markus, ja? Wie schauen wir aus dem Schneckenhaus? Und? Ja? Da naja. Schau her! Naja. Ob wir sollen wir es kosten? Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob das so flüssig gehört. Na, mir ist wurscht, ich esse sowieso. Ich stelle jetzt keine Ansprüche. Sekunde, es wird noch fertig angerichtet. Was passiert hier? So. Ist es laktosefrei? Ja. Okay, cool. Kann ich das kosten jetzt? Ja, natürlich. Lass dir schmecken. Aha, das ist heiß. Vielleicht ein bisschen flüssig, aber es schmeckt sehr gut. Man muss auch einen Gulasch am Tag stehen lassen. Besser. Es ist köstlich. Das wollte ich hören. Danke, dass du gekocht hast. Gerne. Gut. Ich kann ein bisschen kreativ sein beim Kochen. Mhm. Wir sehen uns nächste Woche. Ich esse jetzt mein köstliches Gulasch. Köstlich, Schatz. Bon Appetit. Sagt man das so? Mmh. Jetzt aber du. Warum betonst du das so? Schmeckt es nicht gut? Oh ja. Mhm. Ich lieb's. Ein gutes Gulasch. Wer hätte das gesagt? Wir sehen uns nächste Woche. Mmh.